Capcom Speedtree-Themen und Quixel Mega Scans. Powered by Wise. RE Engine. Es sind keine gespeicherten Daten vorhanden. Hey! Wer hätte das gedacht? Dieses Spiel befindet sich derzeit noch in der Entwicklung. Einige Funktionen und Abschnitte des Spiels funktionieren unter Umständen, bla bla bla. Audioausgabegerät ist natürlich das TV. Priorität der Rechenleistung ist die Bildrate. Die interessiert mich am meisten dabei. Gerade jetzt für PS5. Weil wir wollen es auf 60 FPS spielen und nicht irgendwie abgespeckt. So, maximale Helligkeit. Passen Sie den Wert an, bis das Muster gerade noch sichtbar ist. Welches Muster? Ah! So. Gerade noch sichtbar. Uiuiui. Gerade noch sichtbar ist. So? Okay. Passen Sie den Wert an, bis das Bild in der Mitte gerade noch sichtbar ist. Ich lass mal so. Ich hoffe, das ist dann nicht zu dunkel für euch. So, folgende Voreinstellungen können unter Option Barrierefreiheit angewendet werden. Voreinstellung für visuelle Barrierefreiheit, Voreinstellung für akustische Barrierefreiheit und Motion Sickness Voreinstellung. Datenschutzrichtlinie. Jop. Haben wir alles gelesen? Stimmen wir zu. Capcom ID Nutzungsbedingungen können wir machen. Ich hoffe, ich muss mich da jetzt nicht nochmal wieder anmelden. Muss doch! Dankeschön. Ich stimme zu. Bestätigen. Dieses Spiel verfügt über eine automatische Speicherfunktion. Und da sind wir. Resident Evil 4 Chainsaw Demo. Okay. Dann würde ich mal vorschlagen. Let's go. Hauptstory. Die spielen wir natürlich. Optionen könnten wir vornehmen. Schauen wir nochmal eben ganz kurz rüber. Schießen, zielen, Messer zücken und parieren. Ob ich parieren vielleicht auf R1 hätte? Gottes Willen, ey. So, C2. Das ist Nachladen da oben. Kann ich das nicht? Hocken einmal drücken. So. Schnelles Umdrehen, Rennen. Ja. Vielleicht hätte ich. So, parieren mit L2. Anstatt Messer zücken. Ich weiß nicht. Wir lassen es einfach mal. So ist ja nur die Demo. Wir gucken mal rein. Vielleicht müssen wir, wenn wir das Hauptspiel dann spielen, mal irgendwas daran machen. Kein Problem. Also, let's go. Ein neues Spiel. Capcom Presents. 30. September 98. An jenem Tag starb der Polizist in mir. In der Nacht wurde Raccoon City ausgelöscht. Schuld waren Umbrellas Biowaffen. Ich hab's rausgeschafft, aber viele andere hatten kein Glück. Später bat man mich, einem geheimen Regierungsprogramm beizutreten. Ich hatte keine Wahl. Das Training, die Missionen brachten mich fast um. Aber sie brachten mich auf andere Gedanken. Wenn ich jene Nacht nur vergessen könnte. Den Schmerz. Nur für einen Moment. Diesmal kann ich was bewirken. Das muss ich. Sechs Jahre sind seit der Katastrophe von Raccoon City vergangen, einem beispiellosen, von Umbrella Corporation verursachten biologischen Unglück.
Leon S. Kennedy, ein Überlebender des Vorfalls und namhafter Spezialagent, wird damit beauftragt, die vermisste Tochter des Präsidenten aufzuspüren. Die Suche führt ihn in ein abgelegenes Dorf in Europa, wo sie Informationen zufolge kürzlich gesehen wurde. Nichts, was Leon bisher erleben musste, konnte ihn auf den Albtraum, den Wahnsinn vorbereiten, den er dort vorfinden würde. Kapitel 1. Dann sind wir offenbar im Game. Wow, sieht das gut aus. Den Polizisten suchen. Gehen. Ja, sehr geil. Ich schalte mich mal wieder dazu. Und dann gucken wir uns das Ganze doch mal an. Wir haben jetzt Kreis zum Ducken. Viereck wäre wahrscheinlich nachladen. R1 ist rennen. Achso, wenn ich das... Achso, nach hinten und R1 ist drehen. Gut. Ah, ich habe es kurz eingeschaltet. Was ist denn hier? Ein Stiefel? Ein weiterer Stiefel? So, L1 Messer zücken. Passiert so nichts. L2 passiert jetzt gerade auch nichts. Alter, wie aus das hier sieht. Ja, ich schalte mal ein bisschen lauter für mich hier. So. Sollte ich vielleicht für euch auch machen, ne? So. Will ich das mit einmal anklicken, dass er rennt? Oder will ich das lieber gedrückt halten? Gute Frage, ne? So, hier können wir durch. Durch Messer oder so? Gucken. Auch nicht. Können wir nicht durch. Gehen wir halt hier rum. Ja, Rennen ist schon okay. Wie weit ist er denn gegangen? Jo, das sind mal fette Krähen, du. Hui. Anschließen. Okay, wir können uns das da nur angucken. Aber wir können auch die Kameraperspektive nicht ändern. Der Bauch ist so aufgedunsen irgendwie. Wo ich mir natürlich die Frage stelle, ob wir da vielleicht später mit dem Messer ran können. Nicht falsch verstehen, das Tierchen ist eh schon durch. Aha. So, hier werden Bären fallen. Ein Schlachtermesser. Nimm doch das, wenn du eh keins hast. Aber Waffe haben wir auch, von daher, da können wir nichts machen. Das ist einfach nur Pause. Steuerkreuz bringt uns gerade auch nichts. Aber ich bin sehr zufrieden mit dem, was ich hier optisch bekomme. Ich meine, im Qualitätsmodus wahrscheinlich noch besser, aber dann hätten wir wieder Einbuße bei der Bitrate. Spielen wir nur mit 30 FPS. Okay, hier draußen liegt einfach mal nichts. Naja, ist ja nur eine Demo. Wir können auch den linken Stick eindrücken, merke ich gerade, zum Rennen. Dann frage ich mich, warum Rennen extra Button hat. Müssen wir mal gucken, ob man das nicht vielleicht doch umstellt. Konnten wir R1 extra zuweisen? Steuerung R1... nö. Also schnell umdrehen, R1 und hinten, ne? Ja. Das ist nur der Eingabetyp dann, den man da irgendwie macht. Ja, okay, dann können wir es auch so lassen. Ich glaube, ich würde lieber halten haben wollen. Weil einfach so rennen, Dauerrennen, finde ich irgendwie nicht ganz so geil. So. Oh, hätten wir es bestätigen müssen?
Das passt. Kurz gucken, dass uns da keiner irgendwie von hinten überrascht, hinter der Tür oder so. Jemand zu Hause? Jetzt macht's eh nichts, wenn er die ganze Zeit am Rumschreien ist. Ah. Hallo. Oha. Was haben wir denn da? Oh, eine Nachricht. Primitiver Talisman, das Urteil naht. Schön verdorbene Früchte, so wie es aussieht. Lecker. Da will das Spiel, dass wir zuerst reingehen. Hier hinter kann man sich eventuell verstecken. Achso. Oder man braucht einen Code oder ähnliches oder unterschiedliche Schlüssel, Gegenstände. Wahrscheinlich nur ein Schlüssel. Das war das Gegenstandsauswahlmenü. Alrighty. Holy. Sorry, dass ich so reinplatze. Wenn er wüsste, was wir wissen. Mario Fernandez. Oha. Schlüssel der Jagdhütte. Holy moly, ey, den hat er einen Kick gegeben, ey. Direkt Genickbruch. Genickbruch, ole ole, super Genickbruch. So. Okay. Wie können wir denn... Aha. 10 Schuss haben wir. Gut, dann kommen wir da mal... Wie das riecht. Ja, und wie das aussieht. Das Hautlappen mit Haaren dran? Da hat er wohl wen oder was gekocht. So, Polizeimarke. Nationales Polizeikorps. Mario Fernandez Castanho oder so? Polizeibeamter. Oh, warte mal. Hätten wir es drehen können? Aber ist nichts zu sehen. Von dort... Nee, nicht von dort. Also hier hinter haben wir was gehört. Wo wir aber wahrscheinlich durch die Tür müssen. Das sieht seltsam aus dort hinten in der Wand. Aber das ist wohl... einfach nur ein kleiner Bug. Gut. Dann gehen wir mal hier durch, wa? Hallo? Das hier, warte mal, hier ist wieder so ein Talisman, ne? Ja. Nicht, dass hier gleich wieder jemand durch die Wand bricht, ey. Das Essen sah aus wie bei den Bakers. Weil das, glaube ich, viel später spielen soll.
Okay. Das ist ein Kadaver. Den muss ich beiseite schieben. Der sieht auch nicht mehr ganz frisch aus. Ich höre Sie. Wie ist Ihr Status? Was ist hier los? Ich glaube, das werden wir noch früh genug herausfinden. Aus der Jagdhütte entkommen. L2-Waffe ziehen. Erstmal... Nee, ich wollte ihn nicht angucken, ich wollte ihn looten. Hätte ich gerne geguckt, ob er was in den Taschen hat. Das Buch können wir weder aufheben noch lesen. Was war das? Schritte, würde ich sagen. Eine Tür und... Oha! Nicht dein Ernst. Wow. Wow. Na? Oh, was zum... Alter Vater. Holy Macaroni. Wie, du stehst nochmal auf. Zack. Okay, das hat uns schon mal ein bisschen Energie gekostet. Ich weiß, dass es bei dem alten Teil irgendwie so einen Ausweichkick noch gab. Also, dass man die auch einfach treten konnte. Vielleicht ist Messer auf L1 doch nicht so schlecht. War ja der Dude hier aus der Küche. Aber hinterlassen hat er hier einen jetzt auch nichts. Warte mal. Ah, da ist noch niemand. Freund. Sag mal, wir gehen mal ein Stückchen beiseite. Stehen bleiben. Ich sagte stehen bleiben. Ja, irgendwas von... Oh, was? Zum... Oh, was? Alter! Junge! Holy moly, ey. Das war ja böse. So. Weggetreten hier. Okay, man muss sie erst stunnen. Und dann geht das. Aber was haben die hier bewacht? Gar nichts, oder was? Junge, Junge, Junge. Das mit der Axt sah aber richtig übel aus, ey. So, hier kommen wir jetzt nicht mehr raus, oder was? Nee, natürlich verschlossen. Pflänzchen, das nehmen wir mal mit. Ich hätte jetzt gern gewusst, ob es hier irgendwie sowas wie Verstecken gibt oder so. Man eventuell hätte Sachen umgehen können. Nu?
Was ist? Hier ist Condor One. Hannigan hier. Wie geht's voran? Die Präsidententochter, Baby Eagle. Sie könnte in diesem Dorf sein. Wie wir vermutet hatten. Gut gemacht. Brauche die Route zu einem See hier. Vielleicht ist sie dort. Verstanden. Ich setze mich sofort dran. Beeil dich. Mit den Leuten hier stimmt was nicht. Meine Begleiter sind... Was los? Melde mich. Ich bin ganz schön sauer. Ich find's selbst raus. Junge, Junge, Junge. Ja. Das war so für den ersten Part. War das schon mal nicht schlecht hier, das Ganze. Okay, dann laufen wir mal ein Stückchen weiter. Also wir haben auf jeden Fall die Verrückten, die auf uns auflauern, wie man es halt kennt von früher. Bloß, dass das Ganze viel heftiger irgendwie umgesetzt ist. Also es wirkt immersiver. So geht's auch. Einfach mal im Fass kaputt getreten. Wir haben neue Munition, das ist nicht schlecht. Gleich nachladen. 10 plus 1, also weil eine im Lauf und 10 im Magazin. Würde ich behaupten. Sonst ist hier schon mal nichts. Dann gehen wir mal rein hier ins nächste Häuschen. Oh, eine Schreibmaschine. Hier können wir, wollte ich gerade sagen, unseren Fortschritt speichern, aber fürs Erste wohl noch nicht. Schießpulver. Okay, wir haben Inventarplätze und eine Karte. Bis hierhin werden wir müssen. Hier kamen wir her. Da oben war ein Raum, den wir nicht angucken konnten. Doch, da waren wir eigentlich drin, ne? Oder der zeigt uns das jetzt an? Nö. Aber der will jetzt irgendwann, so wie es aussieht, nochmal wieder zurückgehen, oder? Zumindest sieht das hier... Ah ne, das ist unten. Alles klar. Da waren wir im Keller. Ich würde sagen, zumindest sah das noch nicht begangen aus, aber... Das ist jetzt nicht der Fall. Da waren wir tatsächlich überall drin. Ich höre hier doch jemanden. Jemand ist gut, ey. Das klingt nach ein paar mehr jemanden. Der kommt da gleich durchs Gebüsch, ey. Können wir nicht kaputt machen? Nee. Aber die sind irgendwo da vorne hinter. Ja, der nächste Kadaver mit dem veränderten Wolf in der Bärenfalle. Was haben wir denn hier? Oh, weitere Munition. Munition finde ich immer gut. Ich glaube, das hier ist auch ein Spiel, wo man ziemlich viel damit haushalten muss. Die sind doch da irgendwo in den Büschen. Mal sehen. Ihr seht ihn. Oh, der eine Forke dabei. Das finde ich gar nicht geil. Oh, du Scheiße. Piss euch mal eben. Kommt der mit der Mistgabel an? Ah, das wollte ich nicht. Das kommt davon, wenn...
Wenn Rennen auf einem anderen Knopf ist, als man es kennt, ey. Ja, los, komm. Bam! Weg mit dir. Hä? R2. Oh, warte mal. Da passiert was. Der ist nicht mehr ganz. Vor allem nicht ganz frisch. Junge, Junge. Okay, wir kriegen Pirseten. Ja, Vater, ey. Kurz wieder nachladen. Wie der mit der Forke in uns reingerannt ist, ey. Schön von der Mistgabel aufgespießt. Übel, ey. Na, wer hat die Bärenfalle nicht gesehen? Verflucht. Scheiß, ey. Muss ich sogar aufpassen wegen Bärenfallen. Aber war die versteckt, sodass man die nicht sehen konnte, oder war es nicht? Boah, das war geil. Das sollte ich öfter machen. Blendgranate. Das ist sehr gut. Die konnte man auch ziemlich gut verwenden. Okay, das ist dann tatsächlich mal eben parieren. Im richtigen Moment drücken. Oh, das ist schön. Da haben wir rotes Kraut. Können wir natürlich direkt im Inventar mischen, glaube ich. Ja, danke schön. Schnellzugriff etc. Das ist alles schön. Bestätigen. So, herstellen. Okay. Es hat ein ganz anderes Menü dafür. Verstehe. Mit lange Knopf drücken und so. Wie sehen wir energietechnisch aus? Ah, es geht. So, weiter. Ist da denn runtergefallen? Oha. Natürlich. Oha, das ist direkt am Anfang. So, dann gehen wir mal eben hier vorne hin. Und gucken den Leuten mal zu, wa? Kranke Schweine. Ich glaube, das Hühnchen wird auf mich aufmerksam machen, wenn wir da lang gehen. Also latschen wir mal hier lang. Ich glaube, hier muss man auch ein bisschen sneaky sein zwischendurch. Das nehmen wir mit. Oh, da hinten ist jemand. Vielleicht kann man sich ranschleichen und die von hinten niedermachen. Sowas? Ja. Das ist ziemlich gut. Rohstoffe. Die sind noch zu weit weg, um uns gehört zu haben, so wie es aussieht. Da ist einer. Leiser ist, so scheint das nicht zu gehen.
Den hätte ich gerne irgendwie angelockt. Du hast aber was fallen lassen. Alter, der baut ja erstmal eine Falle auf. Willst du mich verarschen? Oh. Ratz weg. Hat er den anderen auch mit weggetreten? Boah. Das war gut. Weg mit dir. Noch wer? Boah. Boah. Ah, shit. Banu. Okay, deswegen Chainsaw-Demo. Oh, das ist der Wilde. Der böse Kettensägenmann. Verpisst euch! Lass mich mal eben durch! Ich muss ja mal eben... Tschüss! Warte mal eben ganz kurz. Uiuiui. Uiuiui. Mal eben kurz darauf. So, benutzen. Hui. Geht ganz schön los hier. So. Nachladen. Fällt mir gar nicht so gut, was hier gerade so passiert. Und wegtreten. Was? Lauf, lauf, lauf. Hi, hab ich gar nicht gesehen. Hey Freunde, ich lauf mal eben hier. Dann trägt sich euch rechts aus. Hab noch was vor. Tschüss. Uiuiui. Ui, ui. Müssen wir hier rein? So geht's nicht. Oha. Das gefällt mir gar nicht. Scheiße. Lass mich rein durch. Uiuiui. Das ist ein bisschen hektischer Scheiß hier. Kann der hier hoch? Ich weiß es nicht. Oh, was zum Teufel. Lass mich mal eben durch hier. Leute. Tschüss. Ich weiß, dass das ganz böse enden kann mit dem Idioten. Nee, nee, so nicht. Oh, Leute. Ihr seid hier ein bisschen viel. Freikämpfen, freikämpfen, kann ich kämpfen. So, das verpisst euch. Alter, ich bin schon wieder ganz schön angeschlagen. Oh, du hast was fallen lassen. Ja, Munition. Mist. Oh, lauf, 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 lauf. Ach, kommt schon, Leute. Was ist denn hier los? Kann man hier weg? Oder ist das die nächste Sackgasse? Nächste Sackgasse. Geil. Lass mich mal hier durch. Oh, rotes Kraut. Nee, nee. Was zum... okay. Du Scheiße, da komme ich doch nie durch, oder? Nee. Wollt ihr mich verarschen? Alter, Vater. Okay, irgendwo müssen wir hin. Ein Fix hier rein. Und wieder raus. Tschüss. Junge, Junge, Junge. Habt ihr nicht irgendwo einen blöden Schlüssel? Da geht's nicht. Was? Als ob die von mir ablassen.
Na, wenn das mal keine Sekte ist, so. Resident Evil 4. Minuten 4 und wir haben 3350 Pesetas gesammelt. Peseten, Entschuldigung. Vielen Dank fürs Spielen. Ab 24. März 2023 erhältlich. Sehr geil. Fand ich ziemlich cool gerade die Demo. Ja, ein bisschen kurz, muss ich dazu sagen. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich fand das sehr actionreich jetzt gerade, im Gegensatz zu anderen Resident Evil Teilen. Aber das ist eigentlich auch der Punkt, wofür Resident Evil 4 bekannt ist. Und ja, war ein bisschen was los, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz, das war die Demo. Also vielen Dank auf YouTube fürs Einschalten. Hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und bis zum nächsten Video. Haut rein.